Bundesliga. Sie verletzen meine Menschenwürde. Haben Sie mich nicht verstanden? Sie sind die Terroristen hier. Es gibt kein Bundesland mehr, wo es nicht diese Problematik gibt. Was bildest du dir ein, wer du bist? Vollidiot. Jeder dieser Reichsbürger, Kanzler oder Ersatzkönige möchte willkürlich tätig sein. Nichts kann mir etwas anhaben, gar nichts. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier immer mehr werden. Herr Frey ist Deutschland 279. Mein Hund, ja, scheißt auf Reichsgebiet. Es geht nicht darum, dass ich es nicht bezahlen kann und es geht nicht darum, dass ich es nicht bezahlen will. Weil man das so lange unterschätzt hat, musste jetzt ein Polizist sterben. Ein Polizist ist tot, erschossen von einem Mann, der die Bundesrepublik für nicht existent hält. Hier im fränkischen Georgsmünd lebte er. Wie kam das alles? Was war der Jäger und Sportschütze für ein Mensch? In diesem Haus wohnte er. Als das zuständige Landratsamt im Oktober 2016 die Waffen von Wolfgang P. einziehen wollte, erwartete er die Polizei. In schusssicherer Weste und bewaffnet. Ein Polizist starb, drei wurden verletzt. Alles ist unverändert. Wolfgang P. hatte eine gelbe Grenzlinie gezogen, sein Grundstück zum Staat erklärt. Auf seiner Seite, so meinte er, gelten andere Gesetze. Herr Wolfgang, ich fordere Sie zur Zahlung auf Ihre Steuer. Ansonsten gehen wir wieder. Allgemeine Rechtskunde. Ein Video, gedreht lange vor der Tat. Der Zoll forderte Steuern. Doch Wolfgang P. sagt, die Gesetze seien ungültig. Stehen Sie auf der Fassung des gültigen Grundgesetzes von 1949, ja oder nein? Nachbar Peter Bauer kennt Wolfgang P. seit seiner Teenagerzeit. Beide verbrachten ihre Jugend hier. Also es war so ein typischer Vertretertyp, also wie so ein Versicherungsvertreter, so ein bisschen so leicht forsch auftretend. Und eben hat immer den Eindruck gemacht, als sei er sehr geschäftstüchtig. Muss er ja sein als Versicherungsvertreter, muss er sich und seine Produkte ja gut verkaufen. Ich möchte mithelfen, dass wir hier ein friedliches Zusammenleben machen und eben, dass die Menschen untereinander sich wieder vertrauen. Anfang 2016 erklärte Wolfgang P. im Rathaus seinen Austritt aus der Bundesrepublik. Er gab den Personalausweis ab, dem Bürgermeister eine Erklärung. Erklärung unter Eid. Hiermit erkläre ich, der lebendige, beseelte und selbstbewusste Manne aus Fleisch und Blut nach der päpstlichen Bulle von 1540, Wolfgang Johannes aus der Familie. Jetzt sei er kein Bundesbürger mehr, glaubte Wolfgang P., ein freier Mensch. Es unterzeichneten aber auch andere, mit Fingerabdruck. Menschen aus dem näheren Umfeld, aus dem Ort, Nachbargemeinden, Mitbürger, die im öffentlichen Leben stehen. Dass ich es nicht bezahlen kann und es geht nicht darum, dass ich es nicht